Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge American Truck Simulator. Ja, hier gerade auf der Straße müssen wir etwas transportieren, und zwar Diesel 19 Tonnen nach Santa Cruz, nach Coastline Mining. Und das wird erwartet morgen um 6.27 Uhr AM. Wir haben jetzt 8.14 PM, das heißt, es wird eine Nachtfahrt. Jetzt drehe ich auf die Bremse statt aufs Gas. Das ist natürlich auch sehr vorteilhaft, wenn man vorankommen möchte. Und wir haben gerade geparkt beim Auto Sailor. So, die Karte mache ich nochmal ein Stückchen kleiner. So. Dann werfe ich den Blinker mal raus und schleudere uns hier mal um die Kurve. So, das ging noch ganz gut. Ja, wir haben einen langen Anhänger von Galon hinten dran. Und ist gerade 20.21 Uhr, das heißt Primetime schon zu Ende. Und wir sind hier immer noch in irgendeiner Stadt. Immer noch mit Apotheken und bestimmt auch noch irgendwo eine Cocktailbar. Ein Asiate ist hier auf jeden Fall noch, oder ein Japaner. Karlbox. Da sitzt der Karl drin. So, hier einmal dann auf den Highway rauf. Wundervoll beschleunigen hier. Und das ist unser letzter Auftrag, der uns davon abhält, unseren eigenen LKW zu kaufen. Und ich werde wahrscheinlich nicht mehr darauf reagieren können, was ihr in die Kommentare geschrieben habt wegen dem LKW. Es tut mir leid, aber bis jetzt kamen keine Kommentare darüber. Und ja, ich nehme halt in Staffeln auf, das ist ein bisschen ungünstig dann bei solchen Sachen. Aber wir werden voraussichtlich diesen PT... Oh Gott, ey. Diesen... Warte, jetzt muss ich gerade nur überlegen. Peterbilt war das, glaube ich. Oder Kenworth. Der hat nicht so eine eckige Schnauze jetzt vorne dran wie wir gerade, sondern so eine eher runde. Weil den finde ich einfach schöner, wenn man den aufrüstet mit Sleeper und Dachkombine und so, ne? Ich meine, ich habe diesen Kenworth W900, glaube ich, ist es ja. Den habe ich in meinem Zimmer stehen als Modellbausatz. Also aufgebaut, ne? Aber trotzdem finde ich den anderen, wenn er komplett aufgerüstet ist, irgendwie ein bisschen schöner. Und darauf müssen wir ja schon denken in die Zukunft so. Und deswegen werde ich mich wahrscheinlich für einen mit flacher Schnauze entscheiden. Es war für mich ja auch wichtig, dass man den Tempomaten sieht. Das heißt, einen Auftrag werden wir wahrscheinlich noch nehmen müssen, damit ich dann sehe, welcher das ist, wo das war. Oder zwei Aufträge, weil ich kann das nicht unterscheiden zwischen zwei verschiedenen. Ich glaube, es war der Kenworth. So, und jetzt sind wir hier gerade auf dem Highway Richtung San Francisco, glaube ich, war das, ne? Oder ich habe mich verlesen, das kann auch sein. Nach Oxnard hätten wir jetzt abbiegen müssen. Ah, da müssen wir ja nicht hin. Wir müssen ja nach Santa Cruz. 3 Stunden noch fahren. Das schaffen wir in dieser Folge, glaube ich, auf jeden Fall noch. Und ja, ich hoffe, ihr könnt überhaupt was sehen. Ist ja eine Nachtfahrt jetzt, ne? Ah, da wurden wir geblitzt. Unsere erste Geldstrafe. Gut, kann ich aber verstehen. Wir sind 15 km/h, also 15 Meilen über ein Tempo. Dass wir eigentlich fahren dürfen, deswegen... Daraus muss man ja lernen, deswegen gehen wir mal ein bisschen runter vom Tempo her. So, und da müssen wir auch noch geradeaus fahren, okay. Ich glaube, wenn wir auf der Autobahn sind, mache ich die Karte noch ein Stückchen größer, so. Dann ist man nämlich vorbereitet, wenn man abfahren muss. Upsala. So. Tja, ich muss mich erstmal dran wieder gewöhnen, dass ich hier mit dem Lenkrad fahre, weil ich habe gerade was anderes aufgenommen. Und wir fahren genau 55 jetzt. Ach so. Aber das Tempo dürfte doch jetzt halten. Ja. Nee. Oh, jetzt müssen wir noch gewogen werden, ey. Nicht schon wieder. Ist immer zufällig, dass ich die Nachricht kriege, wenn die gerade eine ist, ne?
Oh, da versuchen wir jetzt mal mit einem Rutsch reinzufahren. Ja, hat natürlich gut geklappt. Ich wollte eigentlich beim Zeichen stehen bleiben und nicht davor. Und auch nicht danach. Ja, sehr schön. Ja, super. Vielen Dank für die Kooperation. 36 Tonnen. Moment mal. Ach, Mann, da ist ja noch Gewicht vom LKW bei und so. Wir dürfen nur 15 fahren. Oh, eine Fußgänger, oder? Und dann sollen wir hier auf 55 Meilen beschleunigen, oder wie? Ah, jetzt dürfen wir schon wieder 55. Ist in Ordnung. Jetzt ist hier nochmal 2 Meter Beschleunigungsstreifen. Und jetzt geht's wieder hier auf die Autobahn. Oder auf dem Highway. Wir sind ja nicht in Deutschland, sondern in Amerika. In Kalifornien, glaube ich, gerade. Ach, wäre mich interessiert, ob wir die nächste auch noch nehmen hätten können. Die nächste Wiegestation. Oder ob wir da irgendeine Geldstrafe bekommen hätten. Ich weiß gar nicht. Kann es auch passieren, dass man zu schwer ist? Was passiert denn dann eigentlich? Das finden wir bestimmt heraus, ob es das gibt. Also auf jeden Fall müssen wir jetzt noch 2 Stunden, 1 Minute fahren. Da vorne ist wieder eine ganz große Raststätte mit Wiegestation, Tankstelle und Parkplatz zum Schlafen. Und hier geht's jetzt Richtung Oakland und San Francisco. Das rechte konnte ich nicht lesen, aber steht da vorne sicherlich auch nochmal dran für uns. Oh, da entschuldige ich mich nochmal für den Hintermann. Ich glaube, hier müssen wir ab. Richtung Fresno. Ja, genau, hier müssen wir ab. Das heißt, ich gehe schon mal auf die Bremse. So, blink schon mal. Und da müssen wir dann gleich wieder links abbiegen. Komm, fahr, 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 fahr. Oh, oh. Eieiei. So, da kommt keiner und da... Oh, ist das dunkel da, ey. Mensch, Mensch, Mensch. So. Anhänger kann ich eigentlich auch nicht sehen, wenn ich ehrlich bin. Aber wir sind jetzt, glaube ich, rum. Und dann fahren wir hier nochmal auf die Umgehung. Mir ist beim letzten oder bei... Ne, bei irgendeiner Folge ist mir der Name nicht eingefallen. Oh. Ja, komm, ich muss ausschwenken, Kollege. Wer will dann hier Diesel haben? Du oder ich? Ich meine, ich will ja LKW-Diesel und kein Diesel-Diesel. Da gibt es einen Unterschied, oder? Ich glaube, ja. Erstmal sagen und dann nachdenken. Ich glaube, da gibt es einen Unterschied. Auf jeden Fall dürfen wir genauso schnell wie auf dem Highway. Deswegen weiß ich nicht, warum wir jetzt abbiegen mussten. Ach, und hier ist Huron wieder, dieser eine Laden. Aber hier waren wir doch auch schon mal. Warum ist das nicht weiß oder gelb hinterlegt? Das ist eine gute Frage. So. Und dann geht es hier nochmal rum. Und wir sind auch gleich da. Wie gesagt, ist halt eine Nachtfahrt, ne? Ist relativ schade, finde ich, weil die Natur ist hier so schön. Vor allem auf solchen Nebenstraßen. Und wenn ihr euch fragt, was die so klappert, das ist mein Force Feedback von G27 von Logitech. Kann es sein, dass ich es in der Beschreibung habe, aber ich glaube, ich habe es vergessen. Weil ich werde es, wenn ich dran denke, nochmal nach, also nochmal hinschreiben. Und wir sind im LKW, deswegen müssen wir natürlich rechts fahren. Weil wir ja nicht so schnell sind wie die Autos. Und wir wollen ja eigentlich auch nicht... Ey, ist das jetzt nicht dein Ernst? 2 Geldstrafen in einer? Ich glaube, das war auch in dieser Folge, ne? Oh, 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 oh. Ja, ich komme ein bisschen durcheinander wegen den Staffeln. Gut, dann akzeptieren wir halt mal die Geschwindigkeitsbegrenzung. Und gehen hier ein bisschen runter. Wir müssen sie so rechts abbiegen. Das heißt, wir halten uns auch mal rechts. Sehr schön. Ich hoffe, ich nehme nichts mit den Hänger. Und hier ist wieder so eine wunderschöne Straße. Wo man ja nun leider nichts erkennt. Ja, doch ein bisschen was. Oh. Ja, ist schon ein bisschen schwieriger mit der Außenperspektive zu fahren. Also wenn man eine Herausforderung möchte, da hat man sie dann, ne? Und ich mag es nicht hier einzuparken. Ich hasse diesen Laden hier. Und Force Feedback ist auch wieder aktiv hier. Ja, das war ja perfekt gebremst.
So, dann gucken wir mal. Hier haben wir das hier. Komm, den nehmen wir einfach mit. Den anderen hatte ich nämlich schon mal und den kriege ich tatsächlich auch noch nicht mit. Eieiei. Na, was war's? LKW oder Anhänger? Gar nichts von beiden. Ach komm, jetzt fahr doch einfach rum. Dann fahr da halt nicht rum. Dann fahr ich nochmal rückwärts. Aber nur weil er das so möchte. Mal geradeaus. Das passt doch gar nicht vom Winkel her vom Anhänger. Der kommt doch gar nicht. Ich sag nichts. Kommt da halt doch rüber. Oh, wie ich diesen Laden hier. Guckt euch das an, wie ich diesen Laden hasse hier zum Einparken, ne? War das Anhänger wenigstens? Okay, Zugmaschine. Ich wollte gerade sagen, eigentlich Zugmaschine wenigstens. Manchmal habe ich das Gefühl, der Anhänger fällt auch seitwärts mit. Mensch, Mensch, Mensch. So, dann hier einmal. Nein, genau, falsch rum einmal so rum einschlagen. Und hier rum und nochmal neu einschlagen. Komm, ey. Lass ihn einfach so stehen. Ich mag diese Bude sowieso nicht. Und wir haben eine neue Errungenschaft. I think I like it. 10 von 50. Und wir haben fast Level 4 erreicht. Und wir haben jetzt unsere 29.000. Ach, das ist ja ein Zufall. Da müssen wir dann leider sowieso nochmal eine Mission spielen. Und zwar mit dem LKW, wo ich denke, dass es der richtige ist. In der Anfängerausführung. Und ich würde sagen, wir suchen uns ein Auto. Ich glaube, der hier war das. Dann suchen wir uns in der nächsten Folge einen Auftrag raus. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar da lasst, ein Abo und einen Daumen, damit ihr keine Folgen verpasst. Natürlich, das Abo, ne, ist kostenlos und sowas. Ja, dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Wenn es wieder heißt, wir suchen uns einen Auftrag bei American Truck Simulator. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Euer Jan.